Ich hau ab. Das war's. Schneid mich raus. Willkommen zu einem Video von mir. Letzte Woche hatten wir ja die Türkisch Candy Challenge gemeinsam mit meinem Verlobten Urs gedreht und es kam sehr, sehr gut bei euch an und daher dachten wir, okay, wir machen jetzt den zweiten Teil von unseren Challenges. Wir haben auf Instagram gesagt, stellt uns eure Fragen und es kam wirklich eine Menge zusammen und wir fangen an. Wer würde eher auswandern? Wer würde eher den Geburtstag vom anderen vergessen? Was willst du denn? Ehrlich? Ja. Ich weiß nicht, ich bin echt keine Person, die irgendwas vergisst, aber vielleicht irgendwann mal. Ach so, aber was soll ich zu dir sagen? Merk ich mir. Wer würde eher bei einem Streit aufgeben? Danke. Wer würde eher ein Jahr auf sein Handy verzichten können? Hä, wieso? Ja, okay. Ich hab Social Media. Wer würde eher für immer in die Türkei ziehen? Ich, ne? Wer würde eher im Schlafanzug einkaufen gehen? Du hast die Nadel. Wer würde eher seinen YouTube-Account löschen? Ja. Ich bin aktiver, ne? Keine Videos mehr. Wer würde eher eine Woche lang sich nicht duschen oder Zähne putzen oder allgemein pflegen? Du. Ja, wieso ich? Ich dusche. Ich muss. Ja, du duschst jeden Tag, aber trotzdem. Ich bin gepflegt. Alles klar. Okay, wer würde eher ohne Essen auskommen? Ich raste richtig aus, wenn ich nichts zu essen kriege. Raste aus. Er hat sich eben schon Nudeln gemacht, weil er keinen Bock mehr hatte zu warten, dass wir gleich zusammen essen gehen. Wer würde eher eine Jacke für 600 Euro kaufen? Wir sind immer der gleichen Meinung. Was hast du gezeigt? Die Lache. Als wenn ich mir für 600 Euro eine Jacke kaufe. Ich lass sie mir kaufen von dir. Okay, klar. Sugar Mami. Wer würde eher einen Monat ohne Süßigkeiten aushalten? Ich, ne? Ja, wieso du? Du ohne Süßigkeiten? Du hast eben ein Kinderriegel gegessen. Warum? Ja, wie na? Ich esse fast nie Schokolade oder sowas. Gar nicht. Eis. Cappuccino Eis. Mit Zucker. Nee, Schokolade, Süßigkeiten. Nee. Ja, Schokolade und so esse ich gar nicht. Jeder weiß es auf Snapchat. Sei leise. Alles. Ich komme nur ohne Eis nicht klar. Du kannst uns meine Haare nicht machen. Ich würde eher sein Handy verlieren. Eben gerade. Ihr Handy liegt auf dem Schrank oder so in der Küche. Sie sucht es die ganze Zeit. Ich gehe einfach in die Küche, ich gucke so, das Handy liegt da. Ich würde eher Schluss machen. Was dann hast du denn? Boah, okay, ich hau ab. Das war's. Schneid mich raus. Arschloch, guck mal, was du sagst. Alter. Was soll das? Was, Ina, du Naminas? Ich entscheide meine Meinung um. Osam, ich mach Schluss. Das war nicht ernst gemeint. Er würde eher keine Kinder wollen. Hä, wieso ich? Ich hab gesagt, ich will Kinder, ach, aber so, erst in 10 Jahren. Wenn ich stimmen will. Okay. Ich will 6 Kinder, wie viel willst du? 2. Okay, also die Frage hat sich gegessen. Das heißt doch nicht, dass ich keine Kinder will. Ja, ich auch nicht, aber ich will mehr. Er würde eher mit dem Fallschirm springen. Hä, hey, du doch nicht. Doch. Nein. Ich trau mich sowas. Schatz, du kannst nicht mal mit dir auf die Achterbahn. Ja, weil ich Angst habe, dass mir übel wird. Ja, dann kannst du ja nicht Fallschirm springen. Doch, das ist einfach nur runterspringen. Was passiert dann? Ja, klar. Wer würde sich eher eine Glatze schneiden lassen? Unbestimmtlich. Wer würde eher, ohne zu lernen, eine Klausur schreiben? Er ist ein richtiger Streber. Mashallah. Wer würde es eher schaffen, eine Woche lang nicht in den Spiegel zu schauen? Ich könnte es auch nicht schaffen, aber ich glaube, die Lara ist da übertriebener. Wer würde eher die Nacht durchmachen? 100%. Wer macht die jeden Tag durch, wenn andere fallen? Wer würde eher bei einem Streit sich bei dem anderen entschuldigen oder versuchen, ihn zu lösen? Ja, ich. 100%. Wer würde eher, die Frage ist interessant, wer würde eher seinen Partner für seine Eltern verlassen? Ich zeige da keinen Namen. Weder meinen Namen noch den anderen Namen. Niemals. Ich dachte gerade, du müsstest.
Würdest du jetzt einen neuen zeigen? Ja, ich bin am überlegen. Ich nicht, deshalb. Was ist denn da los? Wer würde eher alles für den anderen aufgeben? Aber ich mach Politik. Du hast aber geschummelt. Du guckst immer, dass ich es zeige. Nein. Doch. Nein. Du machst das die ganze Zeit. Wer würde eher jeden Tag ich liebe dich sagen von euch beiden? Wer würde eher über einen Witz stunden- oder tagelang lachen? Du, ne? Worüber lachst du wieder? Weiß ich nicht. Sie und ihre Tante, ne? Wenn die sich treffen, okay, ciao. Wer würde eher den Ehering verlieren? Wer würde eher einen ganzen Tag lang zu Hause sitzen und nichts machen? Guilty. Ich auch, glaube ich. Nee, du musst immer irgendwas machen. Die beste Frage. Wie alt bist du? Sie hat den Sinn von Wer würde nicht verstanden. Ja, bist du nur aus AB. Kein Kommentar. Wer würde eher ein Jahr lang im selben Laden shoppen gehen? Zara. Wer würde eher auf Pinnwand Nadeln laufen, um das Handy aufladen zu können? Du schummelst, du guckst. Ich wollte deinen Namen zeigen. Nein, warte, ich wollte deinen Namen zeigen. Wer würde eher viel Geld für Essen ausgeben? Lass uns im Laden essen, lass uns zu Hause essen. Nein. Es geht darum, dass du viel Geld im Laden zahlen würdest. Ja, mach ich doch. Ich sag, lass uns wilde Kuh essen, lass uns da. Das sind immer Vorschläge, die von mir kommen und du zahlst genau. Nur. Ja. Ja. Boah, das ist die beste Frage. Wer würde eher ein Treffen absagen, um Pokémon Go zu spielen? Ich habe um die 25 Pokémons gefangen, während ich hier hingekommen bin. Wer würde eher den Namen tätowieren lassen? Also Oos von Dilara oder Dilara von Oos? Du schummelst! Ich schwör nicht! Ich wollte deinen Namen sagen, weil du immer davon redest. Du sagst immer, ja, ich will tätowieren, ich will tätowieren. Ich würde es echt machen, aber hallo. Wer würde eher den anderen mit einer Reise überraschen? Wer würde eher eine Woche auf Schokoeis verzichten? Auf was Schokoeis verzichten? Schokoeis. Niemals in meinem Leben. Keine Woche ohne Eis. Jedes Mal, wenn wir uns treffen. Schatz, holst du mir ein Eis? Aber er macht's nicht. Ja, aber es ist doch so. Schatz, du willst fett. Wer würde eher wie ein Zigeuner in die Uni gehen? Was hast du? Ja, klar. Obwohl, warte. Ich gehe so oft mit Cappy einfach in die Uni. Ja, aber das ist nicht wie ein Zigeuner. Klar. Und manchmal habe ich so Sachen an, wo die Leute denken, boah, was hat die denn an? Aber das ist gerade so Mode. Ja. Das ist eine schwierige Frage. Wer würde eher ein Jahr Geld sparen können, ohne auch einen Cent davon in dem ganzen Zeitraum nicht auszugeben? Bomber aller Bombers. Er ist sehr disziplinär, wenn es um Geld sparen geht. Und ich bin mehr so, hier Zara, take my money. Wer würde eher eine Woche es aushalten, eine Woche sich nicht zu treffen? Ich würde es mehr aushalten. Nach einem Tag kriege ich schon, beispielsweise, wenn ich einen Tag, wenn wir uns einen Tag nicht gesehen haben und ich bin am nächsten Tag bei meinem Cousin, okay, das ist eigener Kopfschuss einfach. Ist doch so. Ja, was machst du da? Irgendwann. Komm hier hin. Ja, deine Cousins sind wichtiger. Das kann ja machen. Sind alle Frauen so einfach? Lasst es uns wissen. Wer würde ja einen 1.000-Euro-Gutschein vom Zara aus Versehen zerreißen und es wegschmeißen? Verlieren würde ich die Lara sagen. Aus Versehen die Lara. Nein. Klar. Ein 1.000-Euro-Zara-Gutschein. Okay, ich glaube, du würdest es absichtlich zerreißen und dann so, ups, ich hab's aus Versehen so zerflattert. Wer würde eher zu spät kommen und den anderen warten lassen? Wer würde eher in einem Einkaufszentrum oder irgendwo, wo es voll ist, ich liebe sie oder ihn schreien? Was like Kevin, Bandam, Oka, oder Amin sind? Wieso traust du dich nicht? Das ist die Frage. Wer würde sich eher von euch spontan ins Flugzeug setzen, egal wo es hingeht? Ich glaube, ich bin zu unspontan dafür, weil ich wissen müsste, was ich einpacken soll. Allein wenn ich sage, komm, der Schatz, komm raus, wir fahren. Wohin? Sag mir wenigstens, wie ich mich ungefähr anziehen soll. Wer würde eher ein halbes Jahr lang nicht shoppen?
glaube, es erklärt sich von selbst. Wer würde eher schneller eifersüchtig werden? Du stalkst mal mein Handy direkt. Das ist Eifersucht. Ach so, wenn ich dir aber sage, ja, ich habe heute mit der und der gesprochen. Erstmal ist so 10 Minuten Stille, weil du beschäftigt bist. Und danach, ne, komisch, was hat der geredet? Ja, wieso redest du mit der? Wieder komisch mich letzten. Ja, du machst es taktisch, ne? Taktisch. Nächstes Mal lasse ich dich einfach ein Formular ausfüllen. Wer würde eher bei seinen Eltern wohnen? Wer würde eher bei den Eltern des anderen wohnen? Die Lara, ich doch nicht. Ach so, bei den Eltern des anderen. Ja, ne, gut, jetzt ich. Ja, auch für das ist you. So Leute, das war's jetzt auch mit unserem Video. Ich hoffe, es hat euch unterhalten und dass da ein paar sehr coole Fragen auch dabei waren. Auf jeden Fall lasst es uns wissen, wenn ihr gerne mehr Challenges gemeinsam von uns hättet. Und ansonsten abonniert uns auf Instagram und auf Snapchat, denn da sind wir wie immer am aktivsten. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Bye bye.